So, hallo und herzlich willkommen zum kleinen Snacktest. Ich habe mir einfach überlegt, ja, wir können ein bisschen sprechen dabei und ja, ich teste heute einfach mal Joghurt mit der Ecke. Ahoi Brause des Monats. Bin gespannt, wie schmeckt. Juhu. Ja, let's go, genau. Ich probiere mal, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Also ja, viel Spaß dabei beim Zuschauen. Und wie schmeckt, werdet ihr gleich sehen. Einfach aufgegangen, sehr gut. Und hier seht ihr ganz einfach die Perlen. Upsala. Jetzt war Fail. Was soll's? So. Und ihr seht hier die Crispies. Guckt mal da eine an. Da. Joghurt da, Crispies, genau. So. Dann probieren wir eben mal. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Weil ich, ja. Ich wollte ein bisschen sprechen mit euch, also alles gut, Baby. You. Ja. Wenn ihr euch. Wenn ihr euch. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wann die Videos kommen, guckt gerne in der Upload-Zeile, Leute. Da steht alles so drin, was so drauf steht, ne? Und das schmeckt echt genial, alle gut. Der Joghurt ist lecker bis jetzt. Probieren wir den Joghurt mal, der ist sehr gut. Jetzt im großen Löffel, probier ich sie mal. Der ist richtig nice. Einer der besten Joghurt auf jeden Fall von Joghurt mit der Ecke. Echt super nice. Und das ist die Ahoi-Brause-Kugeln hier. Dann, ich probier mal. Boah, Alter, sind die sauer, ey. Ich schmecke einen Tick nach Schokolade und ein bisschen nach Fruchtgeschmack und sehr, sehr dolle nach Brause auf jeden Fall. Sehr, sehr dolle. Den Joghurt gab es ja schon vor ein paar Jahren, aber der ist jetzt nochmal neu auf den Markt gekommen. Finde ich gut. Also super nice bis jetzt. Super nice. Also. Jetzt probieren wir die Kombination mit Joghurt und Ahoi Brause. So, alles beides probieren wir jetzt. Genau, ja. Let's go. Schon sauer, doch. Das ist so schön aufschäumig, ja. Es schmeckt echt gut, aber das ist echt nichts für Mad-Männer. Und der Joghurt ist nichts für die nichts abkönnen mit sauer. Also ich bin echt ein super, super saurer Fan, aber die Menschen, die kein sauer mögen, kann ich echt nicht empfehlen. Aber es ist echt ein geiler Joghurt. Ich gebe einfach ein 10. 9 Punkte ist echt nice, der Geschmack ist gut und die Perlen auch. Dann sage ich jetzt bis zum nächsten Mal und hoffentlich seid ihr zufrieden mit meinen Videos heute und morgen und so weiter und so fort. Servus, bis zum nächsten Mal und ciao.